Yeah, what's up, everybody? Servus, grüezi, grüß euch. Willkommen in Kessnerle. Willkommen bei Zürich Tanzt. Welcome to your favorite B-Girl Show. Servus, grüß dich, Bruder und Schwester. Ich bin your favorite B-Girl Host. Und willkommen bei nicht dem besten, nein, your favorite Podcast. Und ich bin nicht alleine im Studio. Ich habe einen wunderbaren Co-Moderator. Er repräsentiert Meraki Collective. Bitte make some noise for DJ OB1. Bruder, wie geht's, Mann? Bro, gut. Wie geht's dir? Super, Mann. Du hast dieses T-Shirt von Taiwan an. Ich vermisse gerade wieder Taiwan. Ich habe es mir extra aufgehoben für heute. Gottverdammt, ich will wieder reisen. Aber Bro, du siehst auch gut aus. Oh, danke. Hast du vorher schon gesagt. Danke. Geil, sehr. Nur für euch, Zürich Tanz. So, ihr kennt vielleicht schon Your Favorite B-Boy Show. Ja, aber heute haben wir eine spezielle Sendung. Und zwar ist der Fokus heute auf die Frauen. Ja, und wir haben Your Favorite B-Girl Show für euch. Unser erster Gast, ja. Sie repräsentiert The Yard aus Thun. Bitte großen Applaus für B-Girl Jazzy Jazz. Schön. Virtueller Applaus, weißt du. Ja, ich weiß nicht, zum Klatschen. Wir hören es einfach nicht. Wie geht's? Danke, geht super. Ich bin sehr froh, dass ich hier dabei bin. Es freut mich sehr. Ich habe mich sehr gefreut auf euch. Ja, sie hat die Memo gekriegt, kein Goal und Air Max, Alter. Habt ihr die E-Mail nicht gelesen? Kann ich nur gelesen. Ist auch Air Max, Bruder, schäm dich nicht. Ja. Too much Brand Dropping, gehen wir weiter. Ah, kein Problem, ja. Willst du noch den zweiten Gast vorstellen? Genau, wir haben, sie kommt aus Zürich, represented Soul Rebels und Unique Breakers. Bitte mach einen grossen Applaus hier für B-Girl Becca. Virtuell. Hoi zusammen. Virtuell. Wie geht's dir, Rebecca? Super, merci auch, dass ich da sein darf. Du bist sehr willkommen bei uns. Danke. Ja. Wir haben gefunden, wenn wir schon bei Zürich tanzen sind, dann muss ich auch bei Zürich dabei sein. Ja, natürlich, ja. Du bist auch willkommen. Ja. So, ja, wie gesagt, ja, Your Favorite Bieber Show macht ein Special bei Zürich tanzt. Wir machen sonst alle immer am 10., am 20. und am 30. Abzimmer Podcast von Gottvater TV. Und jetzt für Zürich tanzt haben der Obi-Wan und ich uns überlegt, bringen wir das doch auf einen Livestream, oder? Mit Bild. Ja, ich weiß noch, wie es angefangen hat vor 4 Jahren. Da waren wir im Radio. Genau. Ja? Die erste Tanz-Radiosendung. Wer hat das gesagt? Die erste Tanz-Radiosendung, Breaking-Tanz-Radiosendung auf der ganzen Welt. Popmaster Fable und Link haben mir das bestätigt. Also wenn die das gesagt haben, ja, dann muss es stimmen. Ja, die haben es bestätigt. Wir waren die Ersten, wir sind die Ersten und jetzt sind wir geswitcht von Radio auf Podcast und natürlich, das auch, macht auch sehr, sehr viel Spaß und wir bringen heute die Unterhaltung pur. So, die Ladies sind hier, ja, wir haben gesagt, wir machen den Fokus auf die Frauen heute. Wenn man so übers Breaken nachdenkt, sieht man ja meistens einen Mann. Oder der vielleicht ein Rückwärtssalto macht oder sich auf den Kopf dreht oder böse reinschaut, die Hosen unterm Popo hat und so. Nein. Das ist nur eine Sparte, das ist nicht das, was wir alle sind. Wir haben auch normale Menschen, sag ich mal. Und auch natürlich die B-Girls. Und das Level der B-Boys, so auch B-Girls, ist gestiegen in den letzten Jahren, oder? Jazzy, aus deiner Erfahrung her, wie lange tanzt du jetzt schon? Ich tanze schon, seit ich 11-jährig bin. Okay. Und habe aber nicht mit Breaken angefangen. Okay. Wirklich mit Hip-Hop angefangen und bin erst später eigentlich ins Breaken reingekommen, aber eigentlich auch durch alle Jungs, die wir haben weitergefahren. Und dort habe ich dann gemerkt, okay, das reizt mich, ich will auch trainieren, ja, und habe eigentlich keine anderen Interessen bekommen. Und wenn du jetzt vergleichst, früher und heute, das Level von den B-Girls, wie drastisch hat sich das verändert? Extrem. Also es ist extrem gestiegen, vor allem jetzt, wenn man so sagt, was in den letzten 10 Jahren ist gegangen, oder jetzt sagen wir so in den letzten 3-4 Jahren, würde ich mal sagen, es ist viel mehr, wie soll ich sagen, populärer geworden. Es hat halt auch viel mehr Content, wo, sagen wir, junge Girls einen Zugang haben, wo sie auch sehen können, hey, wir können ohne sie Idol haben und es ist eine Frau, die Power drinnen sieht. Und durch das hat es natürlich auch extrem viel verändert. Und jetzt, was ich jetzt auch gemerkt habe, ist, die B-Girls tanzen auch immer weiblicher. Stimmst du mir dazu oder ist da immer noch mehr dieses, was man von den Männern halt kennt, dieses Bullige und ich bin böse und so? Ja, es kommt sicher auch mehr. Also ich denke, es ist noch schwer zu sagen, ob es jetzt extra einer auf, ich bin jetzt feminin, muss ich zeigen das jetzt so, oder ja, ob es einfach auch ein bisschen naturally ist und beibehalten. Es gibt ja beides. Ah, ich mache jetzt extra einen voll auf B-Boy, ja, der aber dann auch nicht mehr natürlich ist. Ja.
Und danach hat jemand vielleicht ein einen natürlichen Stil, der schon in diese Richtung geht. Ich denke, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie du deinen eigenen Style entwickelst. Und du, Rebi, wie hast du das empfunden jetzt die letzten Jahre? Ich meine, du tanzt jetzt auch schon über 15 Jahre, oder? Ja, genau. Ja. Ich habe auch so in meinen Teenie-Jahren eigentlich angefangen. Und ich glaube, ich bin mega dankbar. Ich denke, wir haben so in der gleichen Zeit angefangen. Und ich bin mega dankbar, dass wir so die Entwicklung mitbekommen haben von wirklich eher wenig B-Girl. Für mich aber immer noch ein paar von den Freshesten. Also es war nicht so, dass dort irgendwie keine B-Girls gab mit Level. Es hat einfach wenige gegeben, die aber schon mega gut waren. Und jetzt wirklich so in den letzten Jahren ist es nochmal, hat es einen extremen Schub gegeben. Und ich finde vor allem auch junge B-Girls, die... Eben vor ein paar Jahren hat man mich noch gefragt, glaubst du, eine Mehrheit der B-Girls kann irgendwann Power Move an Interviews? Ja, lächerliche und Frage, ja. Die Fragen tauchen wie nicht mehr auf. Ah, ja. Oder sehr hoffen gut. Es immer weniger. Sehr gut, ich glaube, es ist wie proved, dass es möglich ist. Und es ist eindrücklich und ich finde es mega spannend, wo das noch anführt. Und wenn man jetzt diese ganzen russischen Kinder jetzt zum Beispiel anschaut, oder? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Ja, Bootcamp. Checkt's mal ab, Pitera. Ja, dann wisst ihr, über was wir reden. Rebi, du hast jetzt angesprochen, ihr habt um ähnliche Zeit angefangen, aber habt ihr auch zusammen trainiert oder habt ihr euch einfach gekannt? Hey, das ist die Jazzy, hey, das ist die Rebi. Wie war das damals? Hey, wir haben jetzt vorher gerade überlegt, wenn wir uns kennengelernt haben und wir wissen es beide nicht mehr so genau. Für mich war sie irgendwie einfach immer da gewesen. Ja, das gleich. Also, ja. Ich glaube, sagen wir, wenn wir so ein in der Schweizer Szene innen sind, hat es so ein paar B-Girls gegeben, zumal, wo ich angefangen habe und ich Inspiration habe gesehen oder habe gesehen, ja, wer ist eigentlich hier in der Schweiz? Wir haben hier auch Schweizer B-Girls, die schon vor uns sind, da waren. Und ja, eben, Miss Nick habe ich gesehen. Shout yes. out to No Easy Props. Yes. Shout Celia war eine von denen, die ich gesehen habe. Julia Kimoto, die ich gesehen habe. Angie. Genau. Auch so ein bisschen die Sättigung, die man vielleicht anfangen hat gesehen, aber noch nicht extrem. Und man muss so sagen, es hat Jams gehabt. Aber jetzt, es ist ja überflutet. Vor allem auch, sagen wir haben dann in dem Alter, vielleicht so mit 16, 17, so ein bisschen noch zu den Kids gehört. Und jetzt hast du ja Kids Battle mit 6-Jährigen und so, das hat es bei uns gar nicht gegeben. Also wenn wir irgendwo in einem Battle mitgemacht haben, sind wir wie, oh, die Kids gewesen, sozusagen. New das ist Generation. Ja, eine schöne Entwicklung, oder? Dass man ja, dann extrem, also die Kids sieht, die ihr wie so beeinflussen und dann etwas auf den Weg mit. Völlig, und ich denke. Hat so aufgeschaut und so gefunden, hey, ich meine du und ich, also ihr zwei habt ja eigentlich wirklich auch Battles eigentlich wirklich abgeräumt, kann ich jetzt dem sagen. Und das ist auch wahrscheinlich auch etwas vom... Was machst du? Doch weiter! Ja, ich kann nicht. Also ich finde einfach schön, dass ihr auch diesen Kids etwas mitgeben könnt, obwohl ihr jetzt ja, vielleicht auch nicht wirklich mega noch jung seid, aber auch wirklich auch, ja, einfach auch eure Erfahrungen könnt ihr mitgeben, also voll. Merci. Ja, ich denke, es ist schon so, dass, eben, wie gesagt, das, was wir vorhin angesprochen haben, wir können natürlich jetzt mit der Erfahrung, die wir haben, wir haben immer weitergefahren, wir haben uns immer weiterentwickelt, wir geben das weiter und schauen, dass man das so kann. Und ja, wir haben vielleicht nicht jemanden gehabt, eine weibliche Person, die uns das wie hat vorgelebt in diesem Moment, und sie einfach so ein bisschen in das Ganze reinkommen. Und schlussendlich hat jetzt die Kleineren haben natürlich jetzt so ein weibliches Role Model, das sie schauen können. Und dann sind sie vielleicht auch viel älter. Oh, mal, ich kann das wirklich auch. Es ist nicht nur, du kannst das nachher eh nicht, weil du vielleicht ein B-Girl bist. Und eben zum Zurückkommen wegen der Rebi, ich weiss noch, wir haben dann irgendwann uns getroffen. Und ja, eben nach denen, die ich vorhin aufgezählt habe, die ich die habe kennengelernt habe, sind dann einmal so Soul Rebels ins Spiel gekommen. Und dann haben wir uns immer wieder so getroffen. Die, Dolly, Nadine, ich glaube, Bisein, so das wollte ich als nächstes fragen. Da gab es ja sicher auch mal Battles gegeneinander, oder? Magst du dich noch erinnern, wann ihr das erste Mal gegeneinander gebattelt habt? Ich weiß nicht, haben wir mal gegeneinander battelt? Ich weiß nicht, ob wir mal in einem Crew-Battle in Basel haben. Soul on top wahrscheinlich. Ja, Soul on top. Vielleicht. Oder vielleicht sind wir einfach, wenn wir alle rumgehängt zusammen an den Jams. Also wir haben also nie Beef. Beef haben wir. Eins gegen eins. Also ja, damals gab es auch nicht viele 1-gegen-1-Battles und überhaupt B-Girl 1-gegen-1-Battles, oder? Ja. Da, also da, dass ihr euch da aufeinander trifft. Also es hat gar nicht eigentlich extra B-Girl-Battles gegeben. Also, aber zusammen habt ihr schon gebattelt. Yes. Yes. Gibt es da ein spezielles, woran ihr euch noch erinnern magt? Christmas. Ja, nein, dort bin ich nicht dabei. Aber schon nicht dort. Ah. Meine Crew, Soul Rebels. Ja. Ja. Und wir haben verloren gegen Soul Rebels damals. Ja. Ja, das weiß ich noch. Ja. Das ich wollte noch. Das jetzt erwähnen und sie hat schon erwähnt. Ja, Christmas. Sorry. Super. Ja. Ich glaube nicht.
Ey, jetzt ganz ehrlich, kommt ihr raus beim System von Christmas Battle? Niemand checkt das, oder? Es ist, das ist nicht wieder mit Lucky Loser, ja. Aber... Ich weiss nur, dass wenn du rausgehst, kannst du nochmal. Es gibt die Lucky Loser, wo es dann wieder... Alles klar, weil immer dort, wenn wir dort sind, alle immer kommst so, nicht nachher. Wie kommst du jetzt? Muss jetzt nochmal battlen? Aber nein. Ja, verloren, aber musst du nochmal, gell? Ja, Shoutout an die Jungs, Christmas Battle, jährliches Battle, müsst ihr unbedingt gehen, das gehört zur Szene dazu. Unbedingt, unbedingt. Und jetzt, weil wir über das Battlen geredet haben, oder? Haben wir auch was Schönes vorbereitet, oder? Obi? Genau, und zwar schauen wir einen kleinen Ausschnitt vom BC One 2019, wo Jazzy gegen ihre Schülerin Warissa battlet hat. Film ab. Steppert, ich wollte schon hosten jetzt. Also. Ich angefangen, ich, schon, ich wollte schon hosten. Nein, ich wollte das Battle hosten jetzt. Egal. Ich will noch eine Story erzählen, ja, zu dem Battle. Das war Red Bull BC One Camp Switzerland von Donnerstag bis Sonntag. Ja. Ich habe dort alle Tage gehostet. Und dann weiß ich noch, da waren die Battles sind rausgekommen und man hat gesehen, wer gegen wen battelt. Und dann habe ich gesehen, Jazzy ist auf einer Seite und ihre Schülerin ist auf der anderen Seite. Und dann sind beide ins Halbfinale gekommen und dann wurde entschieden, dass dann nochmal ausgelost wird, wer gegeneinander tanzt. Und ich bin dann zu Jazzy hin und habe gesagt, ich schwöre auf alles, du wirst gegen deine Schülerin tanzen. Und sie so, ja, mir ist egal, Hauptsache ich habe Spaß. Und dann, was ist passiert? Was ist passiert? Sie haben battled. Sie hat gebattelt gegen jetzt. So. Katastrophe. Was ich unbedingt gerne wissen ist, was ist das für ein Feeling für dich gegen deine Schülerin, wo du wie so trainiert hast, wo du ihr wie so fast alles beibracht hast? Ja, sie hat gezogen, Alter. Über 10 Jahre kennst du sie schon. Und gegen sie, wie so im Halbfinale, einer der grössten Battles gegen sie, wie so angetreten bist? Ja, also ich glaube, es war für beide eine sehr komische Situation. Also das, was du vorhin gesagt hast, ich weiss nicht, ob ich im Fall gesagt habe, ist mir egal. Also das war jetzt für Unterhaltung, weißt du? Ah, okay, ja, weil ich noch gedacht, also so das Zitat wüsste ich nicht mehr. Nein, nein, ich hab's auch nicht mehr. Es ist natürlich schon allgemein an diesem ganzen Weekend ein Druck da gewesen. Und
wo man dann wirklich, was dann dazu ist, dass man nochmal auslässt, ich konnte gar nicht mehr sagen, okay, was wünschte ich mir jetzt, wie es wäre. Es war wie alles so eine Situation, wo du wie kannst sagen, pff, ich weiss gar nicht, was ich mir so wünsche. Das Schicksal entscheidet. Ich habe dann tatsächlich, glaube ich, das erste Zettel gezogen oder das erste Schildli umgedreht. Bei der Auslosung, bei der Auslosung, genau. Ist, ja. Und dann, ja, tatsächlich so war, habe ich die Varisa gezogen. Das war natürlich klar gewesen, wie du dann hast gesagt hast. Und ja, wir haben so beide angeschaut und gedacht auf eine Art, oh, okay. Ja, einerseits ist es halt wie, eben, sie ist meine Schülerin seit weiss nicht wie lang. Wir teilen alles zusammen, wir trainieren zusammen, wir haben in dieser Zeit zusammen trainiert. Und ja, Coach ist sie ja auch. Und dann kommt so der Moment, wo du so gegeneinander battle ist. Ich glaube, für sie war es eine blöde Situation gewesen und für mich eigentlich genau gleich. Warum, können wir nicht genau sagen, aber es ist halt wie, es ist schon klar, jemand ist wie nicht weiter von uns. Und gleichwohl ist wie klar, jemand ist weiter. Also du kannst beide Wege anschauen. Aber schön ist, ihr freut euch, egal wer gewinnt. Auf jeden das Fall. Ist das. Das, ja, ist das Schöne. Support daran ist da und ich habe mich auch extrem gefreut gehabt, dass sie es dort unter die Top 4 hat geschafft und bin auch mega stolz auf sie. Ich meine, das ist ein, wie sagt man, das ist ein Erfolg. Wahnsinn. Ich meine, das zeigt, dass du einen richtigen Job machst mit ihr. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht einfach nur jetzt, dass sie zu dir unterrichten kommt, dass du Geld verdienst, sondern nein, du magst sie als Mensch, du willst, dass es ihr gut geht, du willst, dass sie sich weiterentwickelt und absolut so weiter, oder? Wieso ich das halt einfach gefragt habe, ich, der halt auch mega Fan bin von dieser ganzen Kultur und von dem Tanz, ich betrachte es halt immer noch so ein bisschen als Fan und schaue dann immer so, hey, wie ist es gerade zwischen diesen beiden? Was geht in diesen Graturen? Und ja, ein bisschen Trash-Talk gab es schon. Das gab es schon, das habe ich schon gesehen. Ja, ja. Aber das gehört dazu. Ich, ja, ich finde es auch schön, dass man dann ein Video wie so zwei Jahre später noch mal anschauen kann und noch mal eine Revue passieren. Wahnsinn. Ja, es ist natürlich auch klar, also ganz ehrlich, Props sobald... Sorry, dass ich unterbricht mich, Props an dich, dass du dich so weit gebracht hast. So. Voll, oh, merci, voll. Merci. Ja, nein, schlussendlich ist es so, klar, in dem Moment, wo wir dort sind gestanden, in dem Moment ist Battle on. Da geht es nicht darum, oh, soll er vielleicht noch den Platz lassen oder soll ich den noch... Weißt du, ich meine, dort geht es wirklich darum, hey, hier ist mein Platz und ich vertrete jetzt mir das Rio fertig. Du hast wenn ich sehe, ja logisch. Weißt du, was ich meine? Absolut. Wenn sie betteln geht, dann geht sie dorthin. Absolut. Und das war sicher von beiden so. Und ich kenne sie natürlich auch extrem lange. Und dann kann ich auch Sachen, hey, schau. Jetzt machst du das. Oder, voll. Nicht nur mal das, oder einfach auch Sachen, wenn bestimmte Sachen sind voll von, hey, aber ja, bringst du ja auch sicher? Ein Konzept daran. Genau. Ja. Und dann kannst du dann auch nicht extra so ein Konzept jetzt bringen dort, aber einfach dann auch wieder Real Talk am Schluss, ja, oder? Ja, ja. Nein, super. Ja, ja, nicht nur, weil du jetzt ihre Freundin bist und ihre Lehrerin, dass du zart mit ihr umgehst, oder? Das bringst du damit. Das bringt dir auch nichts. Also. Super, super. Jetzt da, du tanzt ja mit ihr und dem Easy Mike in einer Crew, gell? Ja, also ihr repräsentiert jetzt einfach die Yacht, oder? Und bei der Rebis ist speziell, du repräsentierst Unique Breakers aus Mexiko, worldwide. Und was du zuerst aber repräsentierst, sind die Soul Rebels. Genau. Das Spezielle daran ist, dass ihr eine reine B-Girl Crew seid. Yes. Du warst mal Gast dort, oder dann? Bei Christmas Battle, oder? Da warst du nur Gast. Sie haben gewonnen, weil sie es vorher nicht gehört habt. Wir haben verloren gegen sie. Erzähl doch, wie das ist, als in einer reinen Frauencrew zu sein. Da gab es sicher viele Vorurteile, oder? Hey, ja, ich glaube schon. Ich glaube, was noch wichtig ist für uns, wir sind eine reine Frauencrew. Mhm. Ich bin, also gegründet worden ist sie von der Olivia, der Sweet Rock, der Nadine und der Bise 2006. Shoutout an all die Girls. Genau. Dort muss Herz sagen. Ja. genau, nach dem Ken Swift Workshop. Wahnsinn. Wie kann man besser anfangen, als nach dem Prince sein Workshop? Voll inspiriert. Wir sind dann eigentlich ein paar Jahre später aufgenommen worden. Und ich glaube, die Soul Rebels sind wie nicht mit dieser Intention gegründet worden, wir wollen unbedingt eine reine B-Girl Crew sein. Okay. Sondern es ist wirklich so das Feeling gewesen, dass wir Family sind. Mhm. Und dass wir zusammen gehängt sind, battlet haben. Und dann hat es wie gepasst einfach. Ja. Alles aus dem Moment ist entstanden. Genau. Und dass wir alles Girls sind, ist natürlich speziell und mega cool. Und ich glaube, wir wissen das mega zu schätzen, so die Female Energy. Ja. Es ist aber auch nicht so gewesen, dass wir gesagt haben, es kommt nicht in Frage, dass je ein B-Boy aufgenommen wird. Mhm. Und jetzt so zu deiner Frage von den Vorurteilen. Ich glaube, eben vor allem früher, wo wir ja oft noch als Crew battlet haben,
haben wir schon öfters mal zu hören bekommen, wenn wir eben gewonnen haben oder so. Ah, ist ja nur, weil es Girls sind. Der Frauen. So, der Spruch ist noch ein paar Mal gekommen. Oder wieso leistest du dich an wie ein Bub? Okay, einfach so diese Sachen, die hört man halt immer wieder. Yeah. Und was ich auch noch spannend finde, ist jetzt so im Zusammenhang mit dem Breakthrough Festival, wo ja Olivia der Main Organizer ist von meiner Crew. Mhm. Und mir als Team, dass dort recht oft so ist, ah krass, der Event wird von B-Girls organisiert. Aber das oder ist doch schlimm. Von Girls. Ja, das ist schrecklich, dass genau. Man meine überhaupt Frau so könnte denkt. Auch organisieren, also er muss ja nicht heißen. Also meine Mutter hat alles organisiert zu Hause. Gleich wie B-Girl Asia One, oder? Genau. Ja. Meine B-Boy Summit. Also B-Boy Summit ist legendär, Entschuldigung, wenn ich B-Boy Summit kenne, sagt jetzt B-Boy Summit. Nicole, ja genau. Also ja. Nein, mega viele B-Girls, die Events organisieren. Mhm, und eben oft ist dann so, ah krass, der Event wird von Girls organisiert. Und dann erst, ah krass, ich breake da auch noch selber. Oh mein Gott. Das ist alles so pünktlich, nicht so wie bei den B-Boys. Genau, also es sind natürlich nicht alle, die das denken, aber das haben wir jetzt schon ein paar Mal aber, so. Das kam auch schon vor. Genau, und die Sachen sind dann noch spannend so für uns. Aber ja. Und so das Battlen, als wenn du jetzt vergleichst, wenn du mit Unique Breakers battles oder nur mit deinen Girls Crews, ist das eigentlich für dich dasselbe oder ist das schon spezieller, mit deinen Girls zu tanzen? Hey, ich glaube, spezieller ist wieder der falsche Ausdruck. Okay. Ich finde so, der Vibe in beiden Crews ist ganz verschieden, so grundsätzlich. Genau, oder? Red doch bitte darüber ein bisschen. Also Unique Breakers eben sind. Die meisten sind von Mexiko, in Barcelona haben wir noch Members und es sind eigentlich alles B-Boys und ich. Das heißt, und das ist wirklich eigentlich, ich bin jetzt seit fünf Jahren. Oh wow. Bist du deppert? Ist es, glaube ich, jetzt. Also sie kann auch Spanisch, gell? Ich muss noch mal schnell rechnen. Sie kann auch Spanisch mit ihnen reden, also. Genau dabei und wir haben eigentlich von Anfang an mega viele Competitions mitgemacht und das ist wirklich, wir haben mega viel gebattelt. Und mit den Soul Rebels bin ich eben zuerst eigentlich schon gewesen. Und der Vibe ist wirklich ganz anders, eben, es ist so ein mehr Female Vibe und ich weiss beide wirklich genau gleich zu schätzen. Es ist, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich habe das lieber als das. Ja. Für mich ist wie so das Ganze zusammen, beide zusammen, die Crews, passt mega gut. Es ist anders, gell? Das ist so genau, cool, es ist anders gut. Ja. Genau. Und auch beim Battle, ich würde jetzt nicht sagen, es ist gleich, aber ich finde beide Vibes mega cool und ich battle mit wirklich beiden Crews gleich gern. Und wie bist du überhaupt zu den Unique Breakers dazu gestoßen oder aufgenommen worden? Unique Breakers. Was habe ich gesagt? Unique. Unique ist so mein... Ja, Bruder, wenn du falsch sagst. Sorry. Ich bin 2010 das erste Mal auf Mexiko. Und haben dann dort den Hill und den Baby und so kennengelernt und bin mit ihnen gehängt. Und es hat mega gepasst, eine mega gute Zeit gehabt. Und bin dann noch 2-3 Mal gegangen. Und nachher ist ja der Hill da angezogen. Ja. Genau, und hat 7 Jahre da gewohnt und dann sein Bruder auch noch und es hat irgendwie einfach mega gepasst, genau, wir haben es gut miteinander gehabt. Und es hat sich einfach, es war einfach so. Genau. Es war einfach so, du hast dazu gehört. Zugehört, ja, okay. Genau, aber ich bin dann schon dort an und es hat so ein bisschen eine Ceremony gegeben und alles. Ist cool gewesen. Nice. Genau. Schöne Geschichte. Wir Tänzer, ich sage das immer gerne, wenn du vom Tanzen leben willst, oder, kannst du nicht nur tanzen, du musst mehrere Sachen machen, oder? Du tanzt, du unterrichtest, du choreografierst, du machst das, du schneidest, du gehst noch in ein Restaurant arbeiten, verstehst? Du musst vieles unter einen Hut bringen, ja. So, Rebi, du hast was Tolles, und zwar, du hast einen Brand gegründet, der heißt Rocktop. Genau. Ja, red doch ein bisschen über Rocktop, deinen eigenen Brand, bitte. Genau, also... auf die Idee bin ich eigentlich gekommen, oder mich hat eigentlich inspiriert, genau das, was du angesprochen hast. Eigentlich irgendwie aus dieser Street-Culture entstehen so viele Sachen und irgendwie sind wir alle Artists und alle lieben Sachen kreieren und arbeiten. Und ich glaube, wieso, wenn wir schon so lange wie jetzt wir in dieser Szene dabei sind, fängt man so ein bisschen an, darüber auszudenken, als nur, wie wie dich selber besser als Tänzer. Oder man versucht so zu finden, wo kann das noch anführen und eben es entstehen Brands, Music Producers, Fotografen, es gibt so viel, was aus dieser Szene entsteht, was mich mega inspiriert hat. Und dann die Idee hatte ich schon vor ein paar Jahren gehabt. Ich habe einfach gefunden, ich fände es cool, etwas zu machen, das so ein bisschen Design ist, aber mit Functional verbunden. Okay.
Und dann eben der Fakt, dass es immer mehr B-Girls gibt, mehr Tänzerinnen. Also ist es ein straight, eine straight Frauenmarke? Aktuell ist es wirklich einfach das Top, aber okay. Ich weiß nicht, was in Zukunft kommt. Mhm. Aber, also ja, nein, du kannst es schon anlegen. Weißt du, ich mache gerne Top Rocks und dann ein Rock Top. Perfekt, ich weiß nicht. Also nein. wir haben ja vorhin ein paar Bilder gesehen auch. Gell? Ist das jetzt eine Kollektion? Gibt es da mehrere? Gibt es da einen Top? Wie sieht das genau aus? Genau, also es ist eigentlich eine Collaboration mit Oysurf. Das ist eine Brand aus Zürich und Indonesisch. Also die haben zusammen, jetzt sind sie vor allem in Zürich und in Deutschland. Okay. Und produzieren in Portugal. Und die machen eigentlich Surf-Fashion, eben aus Ocean Waste und Industrial Waste. Also so recht sustainable, genau. Okay, okay. Und Celia ist eine Freundin von mir und ich hatte dann eben die Idee gehabt und habe ja keine Ahnung hatte, wie man so etwas macht. Eigentlich. Ja. Und habe sie gefragt, ob sie motiviert wäre für eine Collaboration. Und sie waren wie sofort dabei. Ach, cool, ja. Mega. Und genau, so ist das ein bisschen entstanden. Und wie funktioniert das genau mit Ocean Waste? Kannst du das ein bisschen erklären? Noch, bitte? Also, eben, sie haben, wenn du darüber lesen, auf Oysurf hat es eine ganze Seite, wo das erklärt ist. Aber es ist eigentlich so das Econyl. Das ist eigentlich so recycelter Nylon, okay, wo das hergestellt wird. Das ist noch nicht ganz 100% recycelt, okay, weil du musst immer noch so von der neuen Faser dazu mischen. Ja. Aber ja, es ist wie eigentlich aus Ocean Waste. Okay, und jetzt hast du ja schon gelauncht, oder? Und ich nehme an, genau, hast du schon ein paar Bestellungen sicher gehabt. Genau. Wie ist das Feedback gewesen jetzt da? Also wir haben es letztes Jahr rausgebracht, das war gerade während Corona. Eigentlich war das Ziel, wir können Events verkaufen etc. Aber das Feedback war mega cool, wirklich mega gut. Und wir haben dann auch recht schnell die viele Grössen nicht mehr gehabt. Und jetzt, super. Genau, durch Covid ist das alles, hat sich jetzt verzögert, ein bisschen der Nachschub. Natürlich. Und morgen kommt aber die nächste Farbe raus. Ah, wirklich? Hey. Oh, wow. Also ja, für die Frauen, weil Männer gibt es ja nicht. Gell? Was für Farbe? Wolltest du noch schnell sagen, wo man das überhaupt bestellen kann? Genau, also bestellen kann man es auf Oysurf. Wie buchstabiert genau man das? OY. OY, alles genau. Klar. Und die mich kennen, können auch gerne mir schreiben. Im Chat, für alle im Livestream, ihr sitzt jetzt im Chat, schämt euch nicht. Hat es einen Link, wo man gerade rein... Klickt drauf. Kauf einen Rocktop. Wenn es cool, nicht für dich ist, Bruder, kauf für deine Freundin, egal. Danke. Apropos Freundin, meine Freundin ist mega Fan davon, weil es halt auch aus Meeresmüll produziert ist. Ach, und sie hat, als ich ihr das erzählt habe, sie so, wow, ich muss gerade eins bestellen. Ach so, Kundin mehr? Mega cool, ja. Also es ist wirklich cool. Ich benutze jetzt den Promocode. ja. Danke, Jess. Dann, toll. Toll, und in der Zukunft ist, du sagst ja, morgen kommt die nächste Farbe raus. Was für Farbe war es jetzt? Entschuldigung, ich habe es nicht gehört. Jetzt kommt rosa raus. Rosa. Save me one. Rosa und hellgrau. Alles klar. Und dann schaust mal, wie das ankommt und ist dann... Entschuldigung. Ist heute Kanale, oder? Ja. Oder nächste Woche. Bleib schnell dran, wir kommen nächste Woche wieder. Ja? Nein, mach Spaß, bleib's da, geht's nicht weg. Und in der Zukunft ist dann, weißt du schon, wann du die neue Kollektion planst oder eine neue Farbe oder ist das jetzt mal das, was ist? Und dann schaust du mal, wie das ankommt und so. Hey, ja, ich bin froh, eben, wenn das jetzt mal rauskommt, weil es sich jetzt recht verzögert hat. Aber ich fände es cool, das noch mehr pushen. Und eben, ich könnte mir auch noch vorstellen, andere Sachen zu machen, die auch Jungs können anlegen können. So eine Kappe, aber so vielleicht eine Kappe? Wir nehmen uns wie Zeit, uns ist es wichtiger. Ja, kein genau. Rocktop, ein Rockhead? Five-Panel-Cap zum Beispiel. Oh, Five-Panel, Bruder, das ist es. Darf jetzt noch nicht sagen. Okay. Kann sein, dass es bald passiert. Mir nicht gesagt, vielleicht kommt, vielleicht nicht. Ja, super. Okay. Und natürlich Jazzy, ja. Du machst auch Fashion, ja? Yes. Da kann man sich schon vielleicht denken, ja? Socken sind gefärbt, gell, nur dass ihr wisst, ja? Ja, Ostern-Sache, ich meine, ich kenne Eier gefärbt, meine Socken gefärbt. Jesus, letztes Jahr. Die Osterhasen haben sich gefreut, ja? Yes. Nein, bist du? Aha. Ja, erzähl doch mal, was ist genau Jazzy Sensation? Was ist genau die Idee dahinter? Ja, Jazzy Sensation ist eigentlich meine Jewelry Brand. So ein bisschen der Slogan: Fresh Jewelry for Fly Individuals. Oh. Und das ist eigentlich auch ein bisschen so in dem Sinn entstanden, dass eben, ich habe gerne durch die
ganze Hip-Hop-Kultur ist halt Fashion immer ein wichtiger Punkt gewesen, auch für mich schon ein wichtiger Punkt. Und ich habe also mein Markenzeichen ist erst einmal, ich habe immer grosse Ohrringe an. Ich gehe nicht aus dem Haus ohne grosse Ohrringe. Die Hubdinger, Hoops, ja. Hoops. Bamboos im Moment. Und ich verlasse das Haus nicht ohne. Und sogar wenn ich kleine anhabe, ist es einfach komisch für mich. Und ich habe immer so ein bisschen gestrebt nach fly, individual, freshy Sachen, die nicht jeder anhat, die nicht an allen Orten kaufen kann. Ja. Und ich habe viel auf meinen Reisen immer von Artists oder selber gemachte Sachen gefunden und angehabt. Und irgendwann habe ich für mich einfach selber angefangen zu kreieren, weil ich gefunden habe, ja, aber ich hätte Ideen oder es gibt verschiedene Sachen, die ich gerne haben. Ich habe nichts Passendes zu diesen Schuhen. Genau. Ich mache es einfach selber. Und es ist immer wirklich angefangen, völlig mit dem Gedanken, einfach für mich jetzt ein freshes Paar Ohrringe zu kreieren. Nice. Irgend mit der Inspiration von Hip-Hop-Culture raus. Ich habe angefangen mit eben verschiedenen Techniken, immer eigentlich mit Holz, mit Boomboxes, mit verschiedenen inspirierenden Artists, die ich habe, drauf da. Und das Ganze angefangen und dann habe ich immer mehr Feedbacks bekommen. Einfach, oh, von wo hast du die? Oh, wo hast du die gekauft? Oh, die wette ich auch. Immer gesagt, ja, die habe ich selber gemacht und so. Mhm. Und immer mehr Leute haben gesagt, ja, mach doch etwas draus, mach doch das. Und ich habe gefunden, nein, eigentlich aus dem Grund habe ich es jetzt gemacht, dass es nicht jeder hat, oder? Ich schaffe fresh aus und fertig. Und irgendwann ist das immer und immer wieder gekommen und dann musste ich sagen, ja, warum eigentlich nicht? Wenn die Leute so viel Freude haben, wenn ich vielleicht etwas rausgeben kann, das so viele Leute inspiriert oder einfach gefällt, dann könnte ich etwas daraus machen. Und dann war es, wenn ich aber etwas mache, dann richtig. Ich tue jetzt nicht mal etwas zum Verkaufen und so irgendwo her posten. Und dann habe ich gesagt, also, muss eine Brand her, muss ein Logo her. Ich bin ziemlich schnell auf den Namen Jazzy Sensation gekommen, weil es einfach so ein bisschen wie obvious schlussendlich ist sie und passt hat, mit was es ist, aber gleich mit mir verbunden. Ja. Und dann habe ich angefangen, das Logo gezeichnet, ein paar Sachen, ein paar Stücke, ein paar Kollektionen Logos vorbereitet. Selber Logo gemacht? Ja, das habe ich selber gemacht. Und dann habe ich angefangen, alles gefötelt, alles parat gemacht und dann eigentlich erst dann eine Seite, dann zumal bei Facebook, wo ich die Seite einfach gemacht habe, dann mal eine Website, also ich habe wirklich direkt bei Facebook die Seite gemacht, Instagram noch gar nicht gehabt. Und und er ist kurz darauf ab, hat es eigentlich bei uns in Thun das Prop-Art gegeben. Da können verschiedene Street-Art-Künstler haben einen ganzen Tag Zeit. Ich habe das gesehen in deiner Story. Dass du genau, ja, ist immer mega fresh und ich durfte dann ausstellen. Boah, Traum. Und das war so perfekt gewesen. Also ich habe dann fast meine ganzen Sachen, die ich vorbereitet hatte, verkauft. Das war so ein Ansturm. Oh, super. Also es war richtig nice gewesen. Ich habe dann mal weitergefahren und das hat mich selber überrascht. Habe ich dann eigentlich nur durch einen kleinen Werbeeffekt sozusagen können weltweit Anfragen gehabt. Also ich habe von Hongkong über Australien, Norwegen, Amerika, Japan, einfach x Orte. Super. Sie Anfragen kommen, haben er einfach so können, auch custom-made, also ich mache auch custom-made Pieces, wo Leute Wünsche haben, sei es von ihrem Lieblingsartist, sei es von ihrem Baby, was auch immer, einfach drauf. Ist notiert. Und ich habe zuerst schon nur mit Ohrringen da und dann später habe ich Necklace angefangen, so dass so ein bisschen die Boys abdeckt sind oder einfach ein bisschen mit verschiedenen Sachen von Keychains und Hänger für das Auto, einfach so ein bisschen ähnliche Sachen, immer eigentlich mit Holz gearbeitet. Oh ja, so hat sich das entwickelt und ich weiß nicht, ich habe noch das Video im Kopf, wo du die Ohrringe produzierst, wo du das Holz nimmst. Ja, es ist ein langer, es ist schleifen. Weißt du noch? Sie schleift. Es ist alles Handarbeit. Ja. Wahnsinn. Ja. Ich schätze so Menschen wie du, eben, weil du machst alles selber. Ja, es ist wirklich, es ist nichts. Nicht irgendwie Maschinen hergestellt, das ist alles Handarbeit. Und darum ist halt eigentlich auch jedes Einzelstück schlussendlich, wenn es vielleicht eine Kollektion ist, wo es verschiedene gibt. Wir probieren, dass die Qualität stimmt. Ja. Sagen meistens so, wenn ich Halbstellungen habe, es geht zwei Wochen, weil es sind immer die verschiedenen Prozesse, die ich abwarten muss. Wieder etwas trocknen lassen, es sind alles so verschiedene Steps. Es ist nicht einfach, okay, print und gut. Und du willst deine Qualität halten. Absolut, das ist das Wichtigste. Ich finde es halt, wenn jemand etwas macht und das selber auch anhat, also wenn du es selber rockst, dann kommt es noch viel authentischer rüber, weil dann weißt du, wie so, hey, sie hat es an, sie sieht mega gut aus, ich will auch aussehen wie sie, darum kaufe ich es jetzt auch so. Und das ist halt mega inspirierend, finde ich mega toll. Das ist geil. DJ Obi-Wan, unten steht DJ. Geil.
Um das Thema abzuschließen, hast du noch was geplant in der Zukunft? Wo findet man deine Sachen? Wo kann man dir folgen dort? Also eben, ich habe auf Instagram Jazzy Sensation oder Jazzy Jazz. Ich habe auf Facebook Jazzy Sensation oder Jazzy Jazz, wo man mir schreiben kann. Nice. Meistens mache ich alles über dort, weil die Leute kommen ja dann eh so direkt auf einen zu. Ich habe so gemacht, ich tue nie extrem etwas forcieren. Entweder habe ich irgendeine Inspiration von irgendwo. Also, wenn man durch meine Kollektionen durchgeht, sieht man, eben, viel ist halt wirklich Hip-Hop-Culture basiert. Aber es hat auch sehr viel sonst kulturelle Einflüsse drin von halt meinem Umfeld, von meinen Reisen, meinen Leuten, Familie, Freunden, ja, die ich mit all diesen Jahren durfte dazu gewinnen und darüber lernen. Und ich bin sehr kulturinteressiert. Und das hat halt immer Einfluss dazu. Und vielleicht kommt mir wieder irgendeine Idee und dann probiere wieder in irgendeiner Form umzusetzen, dann gibt es eine neue Kollektion. Wenn ich nicht viel Zeit habe für das oder mich nicht extrem damit auseinandersetze, tue ich eben nichts forcieren. Dann kommt irgendein wieder das nächste. Also es ist nicht so Business pushed sozusagen. Vielleicht könntest du mal Rocktop-Ohrringli machen und du könntest ja mal das Jazz Sensation Top machen. Wenn wir schauen, so. Yes. Bist du aber da, wie also ich mache so oder so Collaborations mit Artists, habe ich schon etwa die gemacht, eben in der Pencil. Wo wir zusammen geschafft mit Why Not, wo ich zusammen geschafft habe. Und es ist immer cool, so solche Kollabos rauszubringen. Ich glaube, das ist ja wie so schön an dieser ganzen Kultur, dass es wirklich eigentlich überall Inspiration hat. Und man könnte mit so vielen Leuten Collaborations machen, wo cool werden und gute Sachen machen. Nice. Das ist eben das Schöne, dass dann die von der Szene machen für die Szene und die Szene support ihre eigene Szene. Yes. So soll es ja eigentlich sein, oder? Support your local, support each other. Genau. Und es ist auch schön, dann zu sehen, wie es noch weiter aus als Szene geht. Oder? Dann, das finde ich dann auch noch. Ich meine, es ist ja auch authentisch. Weißt du, wie du sagst, du erzwingst es ja nicht. Du hast gerade Inspiration, du machst was, es kommt an. Okay, es kommt nicht an. Okay, du hast es gemacht, weil du es machen wolltest und fertig. Weißt du, was ich meine? Aber Jazzy Sensation ist ja nicht jetzt das, wo man dich jetzt am meisten kennt, sage ich jetzt mal. Nee, weil du und der Mike, dein Partner, ihr habt Diat gegründet, ja? Eine Tanzschule in Thun. Genau, ja. Wie lange gibt es die schon? Wie ist es dazu gekommen? Red ein bisschen über deine Tanzschule. Genau, The Yard Dance and Culture District ist eigentlich entstanden im 2017. 17, okay. Genau, ein bisschen aus einer Situation heraus, dass wir einen Ort unterrichtet hatten, jahrelang. Es für uns nicht mehr gestimmt und wir mussten sagen, wir gehen. Und halt dann gleich schon recht viele Schüler hatten. Und die wollten gleich, dass sie bei uns bleiben oder etwas mit uns machen können. Es war eigentlich nie das Ziel, eigentlich die Tanzschule zu gründen. Weil wir haben immer gesagt, wir sind so viel unterwegs. Wie sollst du denn auch etwas irgendwie bei dir daheim führen, sozusagen? Und es ist aber dann so gekommen, dass wir uns sagen, mal, komm, wenn, dann richtig. Und haben dann mit zwei von unseren langjährigen Schülern, Aaron und Tommy, haben dann zu viert. Schau dort an die zwei natürlich. Yes. haben dann zu viert das gegründet. Und zwar war es so, gewesen, dass wir sie ins Boot gezogen haben. Sie waren sofort dabei gewesen, oder haben auch gefunden, sie wären auch dabei. Und dann sind wir auch flexibel, wenn wir weg sind, unterwegs sind. Wir wissen haargenau, eben. Ja. Sie wissen, wie es läuft, sie sind Teil davon. Und wir haben das zusammen gemacht. Genau. Und dann sind wir so ein vierköpfiges Team. Und für uns ist so, eben, wie Dance and Culture District eigentlich schon ein bisschen sagt, für uns ist die Vermittlung des Tanz und der Wert der Hip-Hop-Kultur das Wichtigste. Also es geht schon um das Tanz, um das, was wir machen, aber es ist eigentlich wirklich, wir legen sehr viel Wert darauf, dass die Kultur und die Knowledge und das Ganze weitergegeben wird. Und nicht nur, irgendwem Tänzer produziert werden. Oh, und gehen wieder heim. Genau, danke, das danke. Ist für uns sehr wichtig. Oder? Danke, und so sind wir aufgewachsen und haben das so dürfen mitbekommen. Und da legen wir auch extremen Wert drauf. Und wollen eigentlich so eine Plattform bieten, für das sie ein bisschen alles hineinsehen. Mhm. Eben die ganze Kultur eigentlich. Und wie habt ihr angefangen? Mal mit einer Stunde in der Woche? Oder wie hat das Was haben wir gehabt? Vielleicht ca. 5 Lektionen. Also wir haben, uns ist schon ganz wichtig, wirklich das, was wir aktiv machen, das unterrichten wir auch nicht. Ein bisschen, wenn noch etwas im Mainstream super läuft, also bieten wir an. Contemporary und zu unterrichten. Genau. Oder auch wenn ich vielleicht irgendwo eine Stunde angenommen habe, das würden wir nie machen. Also das, was wir anbieten, ist schon das, was wir praktizieren selber. Und wir haben von Breaking über eine Tap-Rock-Class, wir haben House-Class, Hip-Hop-Class, wir haben mittlerweile ein bisschen mehr Hip-Hop-Classes noch dazu genommen für Kids, wo wir dann Kids-Lektionen angefangen haben. Wir haben Showgruppen, die wir auch coachen dort sozusagen. Nice. Und aus dem aus eigentlich dann weitergefahren. Und wir haben Open Practice Spots, das ist eigentlich etwas, wo wir gesagt haben, ist sehr wichtig, weil erstens wollen wir Trainingszeiten haben, wo wir für uns trainieren können und nicht nur unterrichten. Genau. Und dann gibt es eigentlich
so die verschiedenen, wo man kann trainieren kann, für irgendwie 5 Liber oder so pro Stunde. Und dann haben wir noch den Donnerstag, das ist so ein bisschen Community Practice. Und dort haben wir gesagt, wir wollen etwas der Kultur zurückgeben. Und dort geht es eigentlich darum, für Sättige, egal ob sie Kunden sind oder nicht bei uns, sie dürfen Platz haben zum Trainieren, es ist gratis. Und mega cool. Dann hat es einfach so cool. Ein Bad für auch solche, die vielleicht sagen, schau, wir können nicht in eine Lektion kommen oder wir sind sonst irgendwo oder möchten halt einfach auch ein bisschen, dass die Community, dass das ein bisschen zusammenkommt und wir dort wirklich eine Plattform haben. Du wärst ja auch froh gewesen, damals hätte es irgendwo einen Platz gegeben, wo du einfach kannst gehen und tanzen, oder? Ich hatte das Glück, dass ich es hatte. Muss ich sagen, also ja. Ich durfte wirklich sehr viel dürfen lernen und erleben und einen Platz geben. Aber eben, es ist so, die haben vielleicht keinen Platz. Mhm. Und anstatt dass sie nur irgendwo von außen, vielleicht nicht einmal deckt, keinen Platz haben. Ja. Guter Boden. Ja, genau. Ist es einfach eine Möglichkeit, die wir wollen. Wieso? Also an dieser Stelle auch Shoutout an den Staat, ja, Schweiz und auch Österreich, weil ich komme aus Österreich. Und ich habe immer in Jugendzentren getanzt. Und das ist ja das Dynamo. Beste. Dynamo in der Schweiz, Jugendkulturhaus. Ja, bis 501 hat es zu tun. Weißt du, was ich meine? Also, das darf man nicht vergessen, dass der Staat uns da das anbietet, oder? Und für die Kultur da ist. Also an dieser Stelle auch danke an Dynamo und damals Jugendzentrum. Ohne Bart und so. Ach, das waren Zeiten. Noch kurze Frage, wie viele B-Girls habt ihr jetzt bei eurer Tanzschule so grundgeschätzt? Wenn man schon von B-Girls redet? Es ist tatsächlich so, dass ich auch schon früher, als wir noch nicht eigenes Studio hatten, mal extra B-Girl Class angefangen. Und zwar aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dass sie sich einfach zum Teil nicht dafür haben. Mhm. Zwischen all diesen B-Boys zu kommen, das Gefühl, nein, es ist dann nur für B-Boys. Und dann, als ich es unterrichtet habe, sind dann plötzlich mehr gekommen. Aber ich habe es dann auch wieder offen gemacht, dass alle dürfen kommen. Also nicht nur extra B-Girls, weil ich will es ja auch nicht extrem separieren. Also ich bin nicht ein Fan von dem B-Girls, B-Boys extrem separieren. Überhaupt nicht. Für einen Orten finde ich, ist es eine gute Sache, wenn man dass es für beide die gleichen Möglichkeiten gibt. Oder eben, es kann Gewinner geben bei den B-Boys und bei den B-Girls. Ja. Aber nicht nur so zu extrem separieren. Und die Varisa ist sicher die, sagen wir mal, von klein auf ist gekommen und ist dran geblieben. Und ich sozusagen wirklich coachen konnte. Und jetzt so ist geblieben und aktiv ist. Aber jetzt geht der Letzte jetzt wieder ein bisschen mehr gegeben. Also wenn vielleicht mal 1, 2 in einer Klasse sind, jetzt haben wir wieder so ein bisschen 4, 5, 6. Aber nicht jetzt extrem viel. Also das ist immer noch rar, sage ich mal. Also meine Erfahrung, weil ich unterrichte auch viel, die Mädels haben mehr Talent am Anfang, finde ich. Auch weil sie beweglicher sind und lernen ein bisschen die Dinge schneller. Aber die Jungs sind dann, die eher dranbleiben, wenn es mal härter wird und die sich mal wehtun. Kann man natürlich nicht verallgemeinern, um Gottes Willen. Aber ich habe das ein bisschen jetzt so gemerkt. Mhm. Ich unterrichte sehr gerne Mädchen. Sehr gerne. Die Freude, ich freue mich manchmal mehr als die. Weißt, die stehen ein Freeze und ich mache so, wow! Die schauen mich so an, was habe ich gemacht? Ich so, nein, das war gut, mach nochmal. Nein, super. Was du auch bekannt bist, du und der Mike, ist der Top Rock Hustle. Yes. Ja? Ist der auch in der Jade entstanden? Nein, der ist vorher entstanden. Ist der vor der Jade entstanden? Top Rock Hustle ist eigentlich entstanden, dadurch, dass wir eine Party hatten und Mr. Wiggles war da. Mhm. Und Mr. Wiggles ist halt so wirklich für mich der Hip-Hop-Guru, der Pionier. Ja. Und, sehr inspiriert schon immer gsi und er hat uns so das ganze Party-Dance wirklich näher gebracht. Nice. Und was natürlich ist, wir kennen das so hier nicht und sind vielleicht nicht so aufgewachsen, wie es in Amerika in dieser Zeit, in dieser Club-Scene eigentlich war, oder? Mhm. Und für uns war es dann wie gewesen, an einer Party, wir haben alle, wir waren voll am Tanzen, gewesen, Party machen und er ist Mr. Wiggles gekommen und dann haben wir wie so vis-à-vis immer so die Steps gemacht und er hat meine Hand genommen. Und dann haben wir so den einen Step zusammen gemacht und dann hat er mir so gesagt, ja, take it, do something out of it. Und ich und Mike haben einfach angefangen zu proben, haben es noch cool gefunden, ohne irgendeine Intention eigentlich zu haben, das Ganze angefangen. Und dann plötzlich haben wir eine Routine mal gemacht oder ein bisschen angefangen mit verschiedenen Steps und haben das erste Video gemacht. Aber wir haben es noch nicht gedroppt, also wir haben wirklich vorher alles angefangen abklären. Mit der Crew, damals noch Rocksteady Crew, mit dem, eben, Mr. Wiggles so auch so ein bisschen denen von diesen Zeiten. Nicht, dass wir sagen, hey, wir haben etwas Neues erfunden. Mhm. Well, that's not true. Also das will ich nie etwas so sagen. Ist in Kultur. Ja, es ist einfach inspiriert und wir haben etwas aus dem gemacht. Er hat dann auch gesagt, no, that's yours, take it.
Aber wir haben dann, okay, was ist es? Weil wir haben früher schon mal Steps gelernt von Alienness, was Mentor von, direkt der erste Mentor im Breaker von uns war. Und das war einfach der B-Boy Hustle. Und wir haben das Ganze dann Top Rock Hustle genannt, weil eben viele B-Boys in den 70er Jahren, gerade von New York, haben einfach den Hustle gemacht. Fast jeder von denen hat Hustle gemacht. Und ist auch mega schön zuzuschauen, haben auch mit Willi Estrada schon können. Classes haben und alles. Und sind dem Ganzen schon so ein bisschen nachgegangen, aber einfach wirklich alles abklären. Wir haben etwas gemacht und haben gesagt, okay, Top Rock Hustle, wir haben den Sein, wir können sozusagen rausgehen. Aber hey, ich dachte, gut, wir droppen einfach das Video, that's it, hey, bei uns zu tun, dann das erste veröffentlicht. Und plötzlich ist das eingeschlagen. Also wir haben, ich weiss nicht, wie viele x Zehntausende von Views gehabt. Es ist um die Welt. Irgendwie haben wir Leute, Seiten von China, wo sie gar nicht, auf ihrem eigenen YouTube, wo sie haben, haben sie immer Links geschickt, die einfach nichts verstanden. Es war einfach alles auf Chinesisch gewesen. Und plötzlich war es einfach an allen Orten gewesen, aus so einer riesen Anfrage. Und ja, es war halt wie etwas Neues gewesen. Für uns war es halt wie gewesen, wir wollen so ein bisschen, gerade in dieser Competitive Scene, wo wir eigentlich drin sind, wo es immer darum geht, Battle, miteinander zu messen und gegeneinander wieder ein bisschen zurückzubringen. Hey guys, wenn ihr irgendwo in einen Club reinkommt, legt nicht irgendwie eure Headspin-Kappe an. Und, oh und mein Gott. Zieh dich wenigstens um. Zieh dich doch wenigstens um mit diesen Knieschoner weg, Bruder. Oder Real B-Boys dance with girls. Dankeschön. Skim Richards, oder? Skim Richards. Und das ist einfach schlussendlich. B-Boys dance with girls. Ja, und das ist das, was wir nachher gemacht haben, auch ein bisschen, um wieder diesen Social Aspekt zurückzubringen. Ja. Von dort, wo es eigentlich auch so ein bisschen angefangen hat. Und das ist so ein bisschen unsere Message gegen außen. Und ja. Ja, ich weiß schon, warum es erfolgreich ist, weil es ist mega authentisch. Verstehst? Man sieht die Connection zwischen dir und dem Mike. Ja. Weißt, ihr vertraut euch aneinander, ihr habt Style, ihr habt Flow. Es ist mega locker und es ist auch nicht so verkopft. Also weißt, man merkt, dass es einfach aus dem Gefühl rauskommt und nicht irgendwie so. Ja, es ist halt das, was mir sich jetzt so genau überlegt, welchen Schritt, sondern es ja, ist nein, so voll. Sie Freestyle-Sachen zum Teil haben wir. Wir haben natürlich für uns so ein Basic von aufbauen. Ja. Wir haben genau Sachen, wo wir sagen, schauen, das sind so ein bisschen die Rules für uns. Wir haben diesen Step als Basic genommen. Aber schlussendlich haben wir halt etwas aus unserer Szene, in dem, was wir machen, haben wir wie ein Paar-Tanz sozusagen gemacht. Das ist nicht ganz etwas anderes. Ja, Perli-Tanz das kennt man nicht mehr im Breaking, ein Perli-Tanz. Ja, ja, wenn du so willst, oder? Bevor du ein Perli tanzen siehst, siehst du sie eher gegeneinander battlen. Genau. Weißt du, was ich meine? Die Seifen gegeneinander. Machst du eine Routine, aber nicht wirklich ein Paar-Tanz zusammen, genau. Oder schlussendlich. Und ja, irgendwann haben wir dann angefangen mit dem unterrichten und haben schon wirklich die ganze Welt jetzt mit dem dürfen unterwegs. Ja, ihr habt Stylist Production, Shoutout an Sandro, ich liebe diesen Typen, er ist Wahnsinn. Wirklich, merci vielmal, er ist einer Sandro von denen, der uns jedes Jahr immer Wahnsinn wieder zurückbringt. Und er macht, hey, die kommen, gell? Und super, ich habe keine Freundin, ich kann dort nicht mitmachen. Es darf jeder, ey, es kann jeder mitkommen. Schau, es ich hat keine immer, Frau, wollte ich ohne Frau? Das macht nichts. Es hat nur Frauen. Meistens hat es nur Frauen. Alles Next klar. Workshop ist dabei. Ist nicht dabei. Schämt euch nicht. Ich bin der mit Känguru und Amex. Partnerbörse haben wir manchmal. Nein, checkt es unbedingt, liebe Zuschauer, checkt unbedingt den Top Rock Hustle ab. Ist wirklich fresh. Respekt. Respekt. Merci. Richtig nice. Thanks. Ja, Folio, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar Pandemie. Michi, erzähl du kannst das sicher besser sagen als ich. Obi-Wan. Unten steht nur DJ, kein Moderator. Bro. Mach Spaß, Bruder. Ja, ich zeig dir nachher schon mit. Zeig mir, ja, zeig mir. Er zahlt mich nachher nicht aus. Was zahlen? Nein, eben, siehst du. So, jetzt haben wir die Jazzy ein bisschen reden gehört. Jetzt wollen wir wieder was von der Rebbe hören, oder? Du hast ein Projekt auch mit deinen Freunden und Bekannten aus Uganda gestartet, gell? Also ja, das ist vielleicht ein bisschen untergegangen, aber das Rocktop ist eben neben mit euch zusammen auch noch mit dem BPU Uganda connected. Ah, sind die dort auch involviert? Das genau, ist nicht nur ein spezielles Projekt? Nein, es alles ist klar. Zusammen. Okay. Und das ist so entstanden, weil Nadine von den Soul Rebels ist eigentlich schon seit über 10 Jahren so ein Teil von der Breakdance Project Uganda Family. Und durch sie haben wir sie ja kennenlernen, Jazzy kennt sie auch gut. Ja. Genau, und sie waren schon da am Breakthrough Festival. Und mit dieser ganzen Rocktop-Idee haben wir so gemerkt, es geht uns eigentlich nicht ums Finanzielle, sondern wir finden es cool, etwas zu kreieren, wo wir voll dahinter stehen können. Und dann haben wir irgendwie das Projekt gedacht und sie waren von Anfang an motiviert. Genau. Mhm. Und durch das ist eigentlich die Zusammenarbeit entstanden.
Und wie arbeiten die jetzt da dran? Helfen die bei den Designs oder bei der Vertreibung? Wie sieht das genau aus? Nein, also es ist eigentlich die Ursprungsidee. Sie sind da gewesen und wir haben ein Meeting gemacht und mit ihnen besprochen, was sie brauchen. Und eben, wir wollten nicht, dass es so wirkt, als ob wir helfen ihnen, weil das Projekt funktioniert auch schon super ohne uns. Okay. Und haben aber dann so ein bisschen herausgefunden, dass so Themen wie Hygienic Education oder auch Menstruation und alles so Themen, die dort einfach für Girls noch schwierig sind, um darüber zu reden und ein bisschen übergehen. Also, es ist kein Charity, es ist eine Zusammenarbeit. Genau. Ja, ganz wichtig zu sagen, bitte. Genau. Ja. Und wir tun eigentlich mit jedem Top, die wir sie supporten mit 10%. Ah, super. Und jedes 10. Top geht an B-Girls von dort. Ah, nice. Genau. Order yours. Ja. Genau. Wenn du eine Frage hast. Auf der Homepage kann man auch noch direkt spenden. Für ja, genau, das haben wir jetzt neu auch noch, weil das Ziel wäre schon, dass sie einfach solche Sessions machen können, wo wir dann ja noch mehr zusammenarbeiten können. Ja. Das ist so das Ziel. Und ich glaube, für die ist ja in der Pandemie, so wie du mir vorher erzählt hast, ja recht tough gewesen, weil die haben ja wirklich gar keine Möglichkeiten gehabt, zum trainieren. Also es ist nochmal wie ganz anders halt eine Pandemie in so einem Land wie Uganda, wo das System einfach nicht so funktioniert wie da in der Schweiz. Mhm. Sie haben recht einen harten Lockdown gehabt, haben keine Public Transports gehabt, haben müssen laufen. Okay. Wirklich recht schlimm. Und sie vom BPU Uganda haben dann auch so Food Deliveries gemacht für die Familien, die nicht haben können. Raus und zu essen kaufen und haben einfach dort immer noch versucht zu wirken, obwohl die Sessions eigentlich nicht mehr möglich gewesen sind. Genau, also. Das ist natürlich mega schön zu hören, dass du mit deinem Projekt kannst, wie dort in ein bisschen unter die Arme kannst greifen. Genau, und das ist auch wirklich vor allem der Nadine zu verdanken. Ja, für dich ist mega viel so. Genau. Sehr, sehr, sehr wichtig noch zum Erwähnen gewesen, oder? Damit da eine Klarheit ist. Genau, ja. Thema. Und eben auch Abrams und Key, die das Projekt dort leitet. Mhm. Shoutout an die Jungs. Hey, Shoutout. Servus, du verstehst mich zwar nicht, aber Bruder, mach weiter so. ganz ehrlich, ich will gar nicht mehr über Pandemie und so reden. Ja? Ich will lieber über schönere Sachen reden. Ja? Und zwar nächste Woche. Bro. Ist was ganz Schönes. Ja? Und zwar haben wir Break It Down für Zürich tanzt. Ja? Schämt euch nicht. Der 27. Livestream um 8 Uhr. Und wisst ihr, wer mitmacht? Obi. Wer macht mit? B-Girl, Jazz. B-Girl Becca. Also wenn die Girls in Action Man sehen, dann würde ich in einer Woche nochmal einschalten, weil da wird etwas abgehen. So. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt natürlich auch, wir haben 7 Leute eingeladen. Eine Person kann sich noch qualifizieren. Obi, willst du schnell die Regeln erklären, wie man sich qualifizieren kann? Genau, ihr habt noch bis am Sonntag Zeit und ihr könnt ein Video aufladen auf Facebook, YouTube, Insta etc. Und das Wichtige ist, dass ihr den Link kopiert und auf der Zürich Tanzseite einfügt und ja, Votes sammelt. Weil der am meisten Votes hat, die ersten 3 Plätze werden dann jemand ausgesucht von den Judges. Alright. Und wir haben schon an die 6-7 Videos, habe ich gesehen, haben wir ja, schon, ich glaube, jetzt sind es schon 5 oder 6, genau. Alright, cool. Und auf dem ersten Platz, die am meisten Votes hat, ist die Leaf. Yeah, ich darf ja nicht Parteis. So Rebel. Du kannst auch nicht beeinflussen. Ja, also doch, wenn du likest, dann hast du auch eine Stimme mehr. Ja, sicher habe ich gleich. Ah, ja, da hilft es, wenn man eine Crew hat, gell? Man kann einmal pro Tag auf jedem Gerät voten. Also einmal pro Tag, ganz wichtig. Genau. Alles klar. Also wenn du einen Laptop zuhause hast und einen Mac und 3 Handys, dann go for so, it. So, gibt's eine Prophezeiung? Wolltest du ein bisschen Trash-talken? Eure Gegner oder so. Nein, ich mache nur Spaß. Wir sind nicht bei UFC. Wir machen nur Spaß. Wir machen nur Spaß. Aber konntet ihr euch schon vorbereiten, Jazzy? Du zum Beispiel, hast du schon, trainierst du speziell für das Battle oder bist du schon im Training? Hast du jetzt nichts an deiner Routine geändert? Ich muss sagen, aber ich bin sehr lange Zeit verletzt gsi und auch nach dem BC One eigentlich wieder rechte Sache mit der Schulter gehabt. Und dann eben ist das Ganze mit der Pandemie gekommen. Zuerst denkt man so, jeder ist jetzt Vollgas im Reinhitten und ich komme stärker als denn je wieder führen, wenn das Zeug wieder läuft. Es hat bei mir ein bisschen, für schnell auszuholen, beides bewirkt. Als erstes habe ich gedacht, okay, wieder langsam reinkommen, bei langer Physiotherapie gsi. Okay. Und dann bin ich zuerst mal ein bisschen in ein Down reingekommen. Auch ein bisschen für mich Zeit für anders genommen, eben ein bisschen zu reflektieren, runterzufahren. Was eigentlich positiv, sagen wir mal, ist für meinen Körper, für mich selber. Und bin dann später eben wieder so ein bisschen langsam. Ohne, für mich ist wie
auf eine Art gut war, hatte ich wie nichts, wo unbedingt ist gelaufen, dass ich mich gestresst habe. Mhm. Ich muss jetzt dort dabei sein oder ich muss jetzt bis dann und dann wieder parat sein. Und das ist das, was ich halt manchmal viel hatte. Dann auch einen gewissen Druck und alles. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich wieder an, regelmässig, aber einfach auf meinen Körper wirklich hören. Mhm. Und für wieder ein bisschen reinzukommen. Und dann habe ich auch gar keinen Stress, dann und dann muss ich wieder. Ich habe jetzt wieder ein bisschen angefangen zu trainieren, also bin ich jetzt wieder gut und regelmässig dran. Ein bisschen Zwischenfälle hatte, aber das gehört halt dazu. Ja, wir sind auch nicht mehr 15 und musst auch gleich zu deinem Körper wieder schauen. Und wie gesagt, halt einfach so viel wie geht. Und ja, aber ich freue mich. Aber und du bist jetzt verletzungsfrei. Jetzt bin ich einigermaßen zu. Also ich bin noch nicht. Schmerzen tanzen. Ich hoffe es ja. Okay, hoffen wir es. Wir hoffen das Beste. Rebi, bist du vorbereitet für nächste Woche? Ja, also mir ist ehrlich gesagt recht ähnlich gegangen. Okay. Scheiße, wir haben ja nicht so viel über die Pandemie reden, aber es ist wirklich. Das ist noch schwierig. Keine Werbung für Corona. Sie sponsern das nicht. Nein, aber zuerst mal danke, dass ihr ein Event organisiert, weil das ist ja schon mal etwas ganz Neues in der letzten Zeit. Sehr gerne. Ich bin wirklich gerade letztes Jahr von Asien heimgekommen, mega inspiriert. Und dann hat das alles angefangen. Und ich habe gemerkt, ich habe das erste Mal, seit ich breake, über so lange Zeit allein trainiert oder mit weniger Leuten. Ich kann das nicht allein trainieren. Und ich habe es wirklich am Anfang mega spannend gefunden und recht inspirierend auch. Und jetzt langsam ist es so, Aber jetzt hat das Dynamo wieder offen. Ja, und Gott sei Dank. Ich konnte trainieren und ich habe daheim viel trainiert. Darum, ich fühle mich schon ready. Ich habe aber auch schon jetzt recht lange Schulterverletzung, aber ich glaube, es geht. Aber du bist auch verletzungsfrei, hoffen wir, nächste Woche, oder? So semi. Aber es geht schon. Wenn du mal zu einem Jam gehst, fragst mal, wer ist verletzt. Eben, das 80%. Kann ich sagen, welches. Ja, aber schau jetzt da. Ich bin letztes Mal im Dynamo, gell, waren irgendwie 8, 9 Leute. Und ein Freund von mir hat jetzt auch angefangen zu tanzen. Gell. Und er so, Bruder, ich habe Schmerzen hier, ich kann nicht. Ich so, Bruder, glaub mir, jeden, den du hier fragst, der hat Verletzung. Es ist wirklich. Aber warte jetzt. Zlatko, hast Verletzung? Nein, ich bin voll fit. Olli, hast Verletzung? Nein, mir geht's voll gut. Hey, hast du Verletzung? Nein, mir geht's. Ja, yeah. Easy. Weißt du? Nein, aber ich denke, das gehört halt einfach dazu. Und wie gesagt, wir brauchen vielleicht halt jetzt so mehr Regeneration und halt einfach ein bisschen, hey, vielleicht wäre es nice, wenn wir Yoga in unseren Plan einbauen. Es ist nicht mehr einfach jeden Tag Hardcore. Es ist vielleicht 2-3 Mal, wo du sagst, du gehst eine Session. Ja. Dafür hast du viel mehr Stretching-Sessions noch drin. Du hast viel mehr das, einfach Regeneration, die einfach für dich schlussendlich mehr wieder bringt, dass du das langfristig, unser Ziel ist ja, so lange wie möglich. Ja. Und nicht einfach, hätten wir den nächsten Event und dann bin ich wieder da. Und ich habe das genug mit meinen Krankheitsgeschichten und Verletzungsgeschichten. Und ich muss sagen, das Auf und Ab, das ist so stressig und anstrengend. Und eben, du machst dann noch viel mehr Druck jedes Mal. Und so ist jetzt einfach, ja, bist ready. Man sollte ja immer ready sein, wenn du so willst. Und du hast immer deine Phasen. Mal bist du vielleicht ein bisschen besser und mal weniger, oder? Komm, ja. Nein. Wie sollte es sein? Aber wie fühlst du dich selber? Weißt du, ich meine, wenn mir mich fragt, bist du ready, habe ich irgendwie, ja, wenn man ehrlich ist, hast du jedes Mal das Gefühl, bist du immer ready? Und du hast ja immer dein Ding, wo du sagst, eigentlich sollte ich dort noch ein bisschen mehr oder das wäre jetzt, oder einen Monat mehr Zeit. Und dann ist der Monat vorbei und dann könntest du schon noch mal einen Monat mehr Zeit brauchen, oder? Ist immer so. Ich denke, wenn man jetzt schaut, wie viel in unserer Szene gelaufen ist. Jedes Wochenende 3-4 Events. Ja. Weißt du, was ich meine? Diese Pause hat jetzt mal gut getan für die Leute. Chills, kommt's runter, hört's auf, Erdscher zu machen die ganze Zeit, ja? Macht's mehr Top Rocks. Also, ich denke, diese Pause hat den Leuten gut getan. Und jetzt, wenn es dann wieder anfängt, an alle Organisatoren, ja? Ich sehe was Ernstes, ja? Sprecht's miteinander, ja? Macht's nicht denselben Event am selben Tag in 2 verschiedenen Städten in der Schweiz. Nein, Bruder, Schwester, wieso? Mach du am Samstag, ich mach am Sonntag. Wir kommen alle zu dir am Samstag, alle kommen zu dir am Sonntag. Jeder hat volle Leute, jeder hat kein Minus. Weißt du, was ich meine? Und wir haben schöne Events. Kannst du noch schnell auf Französisch auch sagen, dass die Leute verstehen? Mes amis, ja? pas de Event, alle same datum, ja? Dimanche, Saturday, ja? Yeah? Please. No, same day. Okay, ja? Sorry. Wirklich, okay. Tut uns leid. Das hätte ich nicht machen. Excusez-moi pour mon français. Okay. Aber wenn wir schon bei den Events sind, Bro, es kommen ja demnächst ein paar Events auf uns. Bro, your favorite B-Man News! Schäm dich nicht! Oh, shit! Ja, ja, natürlich wollen wir noch aufmerksam machen auf ein paar Events, die in der nächsten Zeit kommen. Und zwar haben wir, wie gesagt, nächste Woche haben wir Break It Down, ja, für Zürich Tanzt. 1-gegen-1 Battle, könnt ihr noch qualifizieren. Dann haben wir am 5. Juni, Solothurn Tanz. Ja? Solothurn Tanztage kennt ihr vielleicht, das gibt es immer im Winter.
Shows, Workshops, Award-Shows, Battles, alles, alles. Ich bin jetzt dort angestellt ohne Geld, ja. Und wir machen am 5. Juni machen wir Solot und Tanzt, auch mit Workshops, mit Battles, mit Showcase-Competitions. Und wir haben jetzt die Location gewechselt und wir haben jetzt eine Outdoor-Location, das Attis Holz in Zürich. Oh, nice. Kennst du das? Boah, Traum. Schämt euch nicht. Ich hoffe, es regnet nicht, weil wenn es regnet, wird es ein bisschen schwierig, ja. Aber geht auf solothurnertanztage.ch, dort habt ihr alle Infos. Mitmachen könnt ihr nicht mehr, die sind schon alle gebucht, man kann sich nicht qualifizieren. Aber ich denke, wir schalten jetzt dann bald wieder ein paar Tickets frei, weil alle Tickets bisher sind weg. Crazy. Geil. Also freut euch, 5. Juni, Solothurn tanzt. Dann haben wir noch, am 3. Juli haben wir City vs. City in Bern, ist das immer, oder? Ja, Bro. Nein, Bro, das hat sich verschoben. Warte mal, schau, die Infos, die stimmen nicht. City vs. City ist am 14. August. Oh, Entschuldigung, da habe ich es falsch gelesen, es tut mir leid. Die haben es am 3. Juli machen wollen, haben es jetzt verschoben, oder? Nein. Okay. Und zwar ist es der 14. August. Es hat wie so ein Ziel nicht richtig gemacht auf unserem Moderationskärtchen. Alles klar, wir geben der Technik die Schuld. So, also schämt euch nicht. 14. August, City vs. City. Ich habe noch nie dort mitmachen dürfen. Ich hoffe, ich kann mal. Ich gehe gar nicht mehr als Zürich. Ich fühle mich gar nicht als Züricher. Vielleicht gehe ich als Luzerner oder Aargauer mal schauen. Oder als Österreicher. Bei Schweizer City vs. Ja. City. Ja, ja. Thun represent. Thun, ja. So gut, Rebi. Alles gut. Wie sagt man, du hast ja der Frauenbonus, weißt du, über was wir vorhin geredet haben. Ja. Nein, mach Spaß. Hallo, bitte. Sie hat das verdient, sie repräsentiert immer hart und es war auch schön, dass sie auch dort getanzt hat. Also ich bin überhaupt nicht neidisch. Nein, im Gegenteil, ich freue mich, wenn du repräsentieren kannst für Zürich. Ja? So, bevor du jetzt weitergehst, kommt nächste Woche am 29. Mai ist noch Swiss Breaking Qualification für die Olympiade. Oh ja, sehr gut. Wisst ihr, wer es hostet? Ja, Bruder, ein Jahr nicht gehostet, jetzt 3 Events in 2 Wochen. Pack mein Leben nicht. Hast du noch ein paar Infos mehr da? Da kannst du, glaube ich, erzählen, wo es ist, wer es ist in Lausanne, ja. 1 gegen 1, Johnny Boy legt auf. Und die Gewinner in B-Girl-Kategorie und B-Boy-Kategorie fliegen nach Sochi, ja, ans WDSF World Dance Sport Federation Battle und vertreten dort die Schweiz. Der 2. Platz ist auch qualifiziert, da ist aber die Reise nicht gezahlt, der muss sich das selbst finanzieren. Okay. Also ich hoffe, Mama und Papa können da ein Ticket checken. Und es ist ja nur für Tänzer erlaubt, also kein Zuschauer habe ich gesehen. Genau, nur Tänzer mit Schweizer Pass. Also Bruder, wenn auf dem Ausweis Ausländer steht, kann es leider nicht. Oh, wirklich? Ja, nur Schweizer. Swiss Breaking Federation, oder? Hauptsache ein Jugo hostet. Geil! So, dann haben wir noch DPC Jam. Am 22. und 23. Oktober. Ja, wir haben es geplant. Also, bisher steht es noch. Ja? Letztes Jahr mussten wir es leider ausfallen lassen. Aber dieses Jahr dafür noch besser, mit noch krasseren Typen und noch krasseren Typinnen. Ja? Und dann das letzte Battle, über das wir noch reden wollen, ist das Breakthrough Festival am 9. bis 12. September. Und da bist du mit in der Organisation, oder Rebi? Genau, ja. Ja? Dort bin ich. Kann man da schon was sagen, ein paar Infos? Ja, eben, es ist vom 9. bis am 12. September in der Roten Fabrik und im Tanzhaus Zürich. Mhm. Es wird wie für die, die schon da waren, es wird eine kleinere Version geben wegen Covid, aber trotzdem immer noch sehr cool. Alles klar, super. Wir versuchen uns das Beste, dass es immer noch so vielseitig ist wie sonst, mit Theater, mit Battles, ja, Kinderbattle, genau, Graffiti Jam. Hoffen, dass das Wetter mir auch mitspielt, dass wir draußen noch mehr machen. Genau, wegen der Blockparty, weil wenn ihr noch nie am Breakthrough wart, in der Roten Fabrik, wir machen immer Blockparty. Beste Feeling ever. Dort Graffiti, die Cyphern, die Reden, Musik, Essen. Schön. Richtig, genau. Richtig fresh. Mehr braucht es ja gar nicht. Richtig fresh. Gibt es eine Homepage, wo kann man mehr Infos holen? Genau, unter breakthroughfestival.ch. Alright. Super. Perfekt. Ja, ich glaube, dann... Concrete Jam. Bitte? The Universal Concrete Jam. Ist auch noch. 20. Stimmt, ist auch noch. Aber erst Anfangswoche, da haben die das, glaube ich, kommuniziert. Vom Amtschat ist das, glaube ich. Weißt du, wann das Datum ist? Ich glaube, das Wochenende vom 26. August. Geht's? Ich war letztes Jahr auch. Geht's unbedingt. Unbedingt. Wir geben wieder der Technik die Schuld, deshalb konnten wir es jetzt nicht sagen. Aber danke, Jazzy, dass du darauf Aufmerksamkeit gemacht hast. So, ja, ich glaube,
Da hatten wir eine tolle Sendung, oder? Nice. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, Ladies. Sehr nice. Obi? Ja. Merci vielmals. Noch letzte Worte und Shoutouts. Ja, eben, merci Obi, Michi und Zürich Tanz, dass ihr das ermöglicht habt, eine B-Girl-Show zu machen. Danke, Jazzy. Jazzy, noch letzte Worte und Shoutouts? Yes, für mich genau das Gleiche. Es war mega schön, hier dürfen Teil davon zu sein, vor allem als Non-Zürcher. So in der Runde. es ist immer schön, euch wieder zu sehen und mit nice, coolen Gott. Leuten, wo man coole Vibes hat, können zusammen zu sein. Und ja. Shout out Toon City, oh, Yard. Yeah. Obi-Wan, letzte Worte und Shoutouts? Ja, schaltet nächste Woche ein, weil es wird wirklich crazy. Endlich wieder. Leg wieder mal einen Battle auf. Endlich wieder. Yeah. Und vielleicht spiele ich ein paar neue Beats, die ich produziert habe. Dann hört ihr wieder Obi-Wan, gimme some. Wie lange hast du das nicht gehört, Alter? Bist du deppert? Ja, sicher etwas halbes Jahr. Bist du deppert? Ja, für mich gibt es auch noch letzte Worte und Shoutouts. Danke, Rebi, danke, Jazzy, danke, Obi, danke, ganz Zürich Tanzteam, dafür das machen dürfen. Danke, dass ihr uns die Plattform gibt. Danke, dass ihr meinem Channel Godfather TV den Platz gibt. Ja? Wie gesagt, ihr könnt uns supporten. Ja? Wir haben einen YouTube-Channel, den könnt ihr abonnieren, liken und teilen. Wir haben auch einen Patreon-Account. Ja? Also, wenn ihr vollen Support zeigen wollt, mit 5 Euro im Monat. Was ist das, Bruder? Schäm dich nicht. Ja? 5 Euro im Monat wirst du ein Warrior, unterstützt du Godfather TV. Du hast 3 Podcasts im Monat, du hast Vlogs, du hast Podcasts, du hast Vlogs, du hast Reactions, du hast so viel Sachen. Und jetzt da für euch noch ganz spannend, wenn ihr jetzt noch Patreon werdet bis 30. Mai, könnt ihr noch an der Verlosung einer niegelnagelneuen G-Shock-Uhr teilnehmen. Ja, danke G-Shock, dass ihr Godfather TV supportet und ich freue mich, ich musste schnell Werbung machen, es tut mir schnell leid. Ja, danke, dass ihr zugeschaut habt. Wir hoffen, ihr schaltet nächste Woche wieder fleißig zu. Bis dahin viel Spaß noch bei den Livestreams jeden Tag für Zürich Tanz und bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns und Peace!